kann eigentlich auszeichnen? Kann ich den Obstsaft auszeichnen, Chef? Ich habe jetzt Zeit. Ja, ja. Bitte. Ja. Sie haben noch Schulden bei uns, Frau Wallner. Ja, Ihr Chef hat mich vorhin schon so angestarrt. $32,70. Ich sag's Ihnen nur. Ich weiß. Ich werde schon zahlen. Du kannst mal bei Alfred Molzen anrufen. Er möchte seine letzte Lieferung wieder abholen. Und sie sich sonst wo hinstecken. Frau Wallner, wir haben heute Treppendienst. Ich weiß, ich werde es schon machen. Du meinst ja, das geht dich alles nichts an. Ja? Meinst du das? Warum glaubst du denn, ist deine Schwester vor 2 Jahren von dir abgehauen? Warum wohl? Lass ihn doch, Mutter. Nein, ich lass ihn nicht. Und warum sitzt dein Bruder im Gefängnis? Habe ich die Bank gemacht oder er? Du hast es nicht gemacht. Aber angestiftet hast du ihn. Habe ich? Ja, hast du. Ich bin krank, Oma. Oh ja. Krank bist du. Ich bin herzgiftsüchtig! Und ich bin ein schlechter Mensch. Mhm. Alle sagen das. Die ganze Familie hast du kaputt gemacht. Lass ihn doch, bitte. Hast du mir die Gurken mitgebracht? Deine Mutter ist herzkrank. Ich lass nicht zu, dass du auch noch umbringst. Ob du mir Gurken mitgebracht hast? Ist auch noch meine Tochter. Verstehst du? Ja, hab ich. Komisch.
Das Einzige, was mir noch schmeckt. Ja? Ja? Wo nochmal? Weidenstieg, ja, ist ja gleich bei mir um die Ecke. Ja? Welche Nummer? 49. Ich fahre sofort hin, ja? Danke, Ende. Ja, wie es aussieht. Auch dem Geruch nach. Hier, wollen Sie mal? Nee. Leo. Zyankali. Nebenan. Ach, übrigens, hier gibt's kein Telefon. Könnten Sie mal für mich von unten im Labor anrufen? Aber natürlich, Strüher. Frau Werner? Sie sind es. Woher kennen Sie mich? Sie wohnen doch hier. Weiß doch jeder, wer Sie sind. Ja, Frau Werner, Ihr Junge. Ist ja wirklich furchtbar. Mein Beileid. Von mir werden Sie kein gutes Wort über ihn hören. Hör auf, Mutter! Was ist passiert, Frau Werner? Entschuldigung, soll ich das Gurkenglas hier? Ja, Herr Stüler, bringen Sie es am besten gleich selber ins Labor. Wo haben Sie das Glas her? Wo soll ich schon her haben? Vom Meredith-Markt. Sie kaufen da ja auch ein. Wann war das? Vorhin nicht. Vor einer halben Stunde. Hm? Komm mit. Bleiben Sie bitte hier. Beide. Denn heute?
der da? Entschuldigen Sie bitte, aber mein Kollege, Fußballer. Haben Sie das der Polizei gemeldet? Nein, ich... Sind Sie wahnsinnig? Er hat sich nie wieder gemeldet! Aber jetzt haben wir einen Toten durch Ciancali. Ja, aber... Wann haben Sie das bekommen? Heute vor 14 Tagen. Haben Sie den Umschlag noch? Hören Sie nicht, was ich gesagt habe? Wer sind Sie überhaupt? Also, das ist ein Polizeiausweis. Von jetzt ab geht kein Lebensmittel mehr heraus, okay? Sagen Sie, was ist denn nun wirklich passiert? Geben Sie der Kunde das Geld wieder. Nochmals, ich bitte um Ihr Verständnis. Zuerst das Labor, damit die wissen, was auf sie zukommt. Dann bittest du die Kollegen von der Abteilung Einsatz um ihre Hilfe. Und die Fahrwache um einen Lautsprecherwagen, den brauchen wir jetzt. Ist gut, Leo. Ich bin ruiniert, Herr Kreis. Wissen Sie das? Was erwarten Sie von mir, dass ich jetzt sage? Aber genau deswegen bin ich nicht zur Polizei. Er hat sich doch nicht mehr gemeldet. Ja, hier ist Heimann. Du, jetzt müssen wir ich dachte, es passiert nichts. Aber genau deswegen haben wir jetzt einen Toten. Das ist der große Unterschied, Herr Meredith. Wie wollen Sie damit leben? Ja, es muss alles weg. Praktisch der ganze Laden. Wo ist denn die Verkäuferin? Wir kommen gleich wieder. Bring bloß Frau Meredith nach Hause. Wenn die Kollegen da sind, setzt du dich mit der Pressestelle in Verbindung. Die sollen veranlassen, dass der Rundfunk auch noch eine Durchsage macht. In Ordnung. Das kommt ins Labor. Okay. Geklebt, die alte Masche. Wahrscheinlich Amateure. Sieht so aus. Nur 100.000. Verstehst du das? Nee. Ich gehe nachher noch mal rüber in die Wohnung zu den Wallners. Okay. Moment, ich habe abgesperrt. Ich lass dich raus. Wann kommen die zum Versiegeln? Sind schon unterwegs. Setzen. Nein, ich stehe lieber. Beim Sitzen kriege ich immer Kreuzschmerzen. Tja, nun kennen Sie ja unsere Familiengeschichte. Ja. Ja,
Und Ihre Tochter hat sich nie mehr gemeldet? Nein, nie. Wie heißt sie denn? Hilda. Hilda. Vielleicht finden wir sie. Einer meiner Kollegen hat mir gesagt, Sie hätten vorhin mal die Wohnung verlassen. Was haben Sie da gemacht? Ich habe unten von der Telefonzelle aus angerufen. Bei wem haben Sie angerufen? In der Strafvollzugsanstalt. Der Hansi muss ja nicht erst heute Abend im Fernsehen hören, dass sein Bruder tot ist, oder? Da ist noch was. Hör auf, Mutter. Nein, ich sag's. Immer wieder hat er bei uns abkassiert. Immer mehr Geld wollte er. Geld, Geld, Geld! Immer mehr! Und finanzieren Sie mal einen Rauschgiftsüchtigen von unseren paar Mark. Und jetzt ist er tot. Mama. Und sonst? Wo hat dann sonst noch Geld hergekriegt für das Zeug? Woher? Können Sie doch in seiner Akte lesen. Haben doch alles im Präsidium. Woher? Einbrechen ist er gegangen. Würden Sie mir mal sein Zimmer zeigen? Ja. Sieht aber schrecklich aus. Wohnen Sie auch hier? Nein, ich hab's hier nicht mehr ausgehalten. Ich bin ins Altenheim, ins Johannisstift. Ah, Johannisstift. Eine lebensgefährliche Vergiftung. Wir haben Weidensteg, Ecke Schnellstraße, eine Sammelstelle eingerichtet. Bitte bringen Sie unverzüglich alle Lebensmittel, die Sie in den letzten 14 Tagen im Meerrettichmarkt gekauft haben, dorthin. Ich wiederhole, wir fordern Sie dringend auf, ab sofort keine Lebensmittel mehr zu verzehren, die Sie im Meerrettichmarkt eingekauft haben. Es besteht der Verdacht auf eine lebensgefährliche Vergiftung. Wir haben Weidensteg, Ecke Schnellstraße, eine Sammelstelle eingerichtet. Bitte bringen Sie unverzüglich alle Lebensmittel, die Sie in den letzten 14 Tagen im Meerrettichmarkt gekauft haben, dorthin. Ich wiederhole, wir fordern Sie dringend auf, ab sofort keine Lebensmittel mehr zu verzehren, die Sie im Meerrettichmarkt eingekauft haben. Na, viel ist es ja nicht, was ich von euch höre. Vielleicht wollte der Erpresser Druck machen. Mit einem Toten. Im Voraus. Wie geht das denn? Meredith hat doch nicht abgelehnt zu zahlen. Ja. Es wird keine Pressekonferenz geben und mit mir schon gar nicht. Wenden Sie sich bitte an die Pressestelle. Danke. Na, auf Wiedersehen hättest du wenigstens sagen können. Wo kriegt man Ciancali her? In Apotheken, in bestimmten pharmazeutischen Fabriken. Apotheken kannst du vergessen. Wieso? Ciancali führen nur noch ganz wenige. Und dann mit Gesichtskontrolle, Giftbuch, Ausweis, Unterschrift, Giftschein. Ja. Ja, bin ich. Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Rufen Sie bitte die Pressestelle an. Wiedersehen. Den nächsten Anruf übernehme ich freiwillig, Leo. Okay. Wieso trifft es Ciancali ausgerechnet Peter Wallner? Wieso nicht? Nein, trifft es eben. Ja, das ist wie beim Lotto. Nur eben tödlich. Ihr habt einen ganz gepflegten Zynismus. Und warum eigentlich ist
sind alle in der Familie froh, dass Peter Wallner tot ist. Froh? Na, hör mal. Was willst du denn eigentlich damit sagen? Lass mal, ich geh schon hin. Ja, hallo? Okay, machen wir. Strühhal will, dass wir ins Besprechungszimmer kommen. Das mit dem Cyankali, das stimmt übrigens. Das Labor hat das bestätigt. Die Analyse von dem Gurkenstück. Ach ja, und hier sind noch zwei Akten für Sie abgegeben worden. Einmal Wallner Hans und einmal Wallner Peter. Danke. Ich denke, sein Bruder sitzt. Moment mal. Sagen Sie, was sind das für komische Flecke hier? Das ist Klebstoff. Damit sind die Zeitungsbuchstaben auf anderes Papier draufgeklebt worden. Das hier ist nicht uninteressant. Das sind Druckpunktspuren. Die stammen von so einem Schneiderrädchen. Aha, das braucht man wozu? Und damit überträgt man die Formen von Schnittmusterbogen auf anderes Papier. Ja, und wer? Aber Gerd. Voll daneben. Na, hör mal. Das... Schneider, Hausfrauen, alle die, die ihre Klamotten selber machen. Vor ihnen muss man ja richtig Angst haben. Das war ein Lob, Herr Strühhal. Danke. Dann machen wir mal so weiter. So, Freunde, was macht ihr jetzt? Also, ich muss noch mal ins Labor. Was machen wir? Wir fahren zu dieser Sammelstelle. Hm? Na, von den Lebensmitteln bei Meredith. Ach so. Also, bis morgen. Vielleicht kommst du auch hin. Du wohnst doch ganz in der Nähe. Mal sehen. Gibst du denn nichts zurück? Oder kaufst du deine Gurken in feineren Läden? Nein, nein. Wann machen die Obduktion? Morgen, so viel ich weiß. Ich ruf gleich mal an. Dann bis nachher. Vielleicht. Kennst du dich im Moment aus bei ihm? Nein, nicht sehr. Siehst du? Voll daneben. Schrecklich. Ich kann mir die Nummer von der Gerichtsmedizin nie merken. Drücken Sie hinten bitte ein bisschen nach. Bina? Wo stehst denn du hier rum? Ich habe auf dich gewartet. Ja, ist alles wie ein Albtraum. Hm. Die ganzen Lebensmittel wieder einsammeln, meinst du? Na komm. Gehen wir essen? Ja, zu Salvatore. Du wolltest doch kochen. Ah, du hast deine Lebensmittel noch nicht abgegeben und jetzt hast du Schiss vorm Kochen. Und wer sagt dir denn, dass der Typ da von deinem Restaurant den nicht auch in dem Laden einkauft? Also faule Witze mache ich selber. Oh, hab ich vielleicht einen komischen Vater heute. Die Spaghetti buoni e caldi al pomodoro. Grazie. Signore, buon appetito, signore. Und Sie sind ganz sicher, dass Sie nicht in dem Laden einkaufen? Absolut sicher. Lina, bitte. Ich kann mir den Meredith Mark gar nicht leisten im Einkauf.
Buon appetito, signor Tres. Danke, danke. Buon appetito. Wie lange arbeitest du noch in diesem Dingstein, diesem Johannesstift? Na, bis das Semester anfängt, noch 14 Tage. Weißt du doch. Hm. Kennst du da eine Frau Wallner? In dem Stift, meine ich. Frau Wallner? Hm? Freilich, die mag ich. Die lässt sich nichts gefallen. Warum fragst du? Hm. Nur so. Die ist noch unheimlich auf Draht. Die baggert gerade einen Opa an. Bina. Was hast du denn? Ja, was heißt das, die baggert gerade einen Opa an? Du solltest dir auch eine Freundin zulegen. Hör auf, bitte. Wer ist denn der Opa? Hm. Wir nennen ihn Opa Schmetterling. Weil er sein Leben lang überall auf der Welt diese Tierchen gesammelt hat, weißt du? Sein ganzes Zimmer ist voll davon. Sogar bei der Wallner hat er eine ganze Wand mit Schmetterlingen zugehängt. Weißt du, in so Glaskästen. Sieht schön aus. Ich wollte, ich hätte auch so welche. Sag mal, Vati, du willst doch wieder was von mir. Ich nicht. Ja, wirklich nicht. Wüsste im Moment auch gar nicht was. War ja nur eine Frage. Ja. Mi scusi, ecco il vino. Verzeihen, habe ich ganz vergessen. Ah, prego. Ein Betrieb ist das heute. Madonna. Francesco, wo bist du denn hin? Abgeben, habe ich von Meredith Markt gekauft. Den Kerl bring ich noch um. Mach quel disgraziato lo ammazzo. Leo Chris, der Alte. Guten Tag, Kap. Sag mal, Bina, was machst du denn hier? Was fragst du denn? Ich arbeite hier. Weißt du doch. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst dich aus meinen Sachen raushalten? Ja, hast du. Aber hier bin ich in höchst eigener Sache. Wenn du schon dastehst, wie früher, wenn ich dich bei irgendwas erwischt habe. Ist ja gut. Sieht wirklich schön aus, oder? Leben gefallen sie mir besser. Wo ist denn Frau Wallner? Die wird noch frühstücken unten. Na, das ist aber interessant. Was wollen Sie denn hier? Das ist mein Vater, Frau Wallner. Aha. Wollen Sie zu ihr oder zu mir? Tag, Frau Wallner. Das Kleid haben Sie an. Haben Sie erwartet, dass ich jetzt schwarz trage? Hm? Das hat Frau Wallner selbst gemacht. Wir haben hier eine große Nähstube. Hast du vorhin vergessen? Oh, ist lieb von dir, Paul. Danke. Stell sie da hin, du weißt ja. Das ist Opa Schmetterling. Guten Tag, Chris. Bergmann, Paul Bergmann ist mein Name. Das ist mein Vater. Tja, ja. Schön, die Schmetterlinge. Bina hat mir schon davon erzählt. Richtig geschwärmt hat sie. Ist aber nett. Tja, jetzt muss ich gehen. Sonst regen sich die anderen Damen gleich wieder auf im Stift. Ja, ich muss jetzt auch los. Und was wollten Sie wirklich hier? Ja, Frau Wallner. Haben Sie näheren Kontakt zu Ihrem anderen Enkel? Zu Hansi, meine ich. Tja. Na dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao. Hier ist der Ausgang. Hi. Sie interessieren sich für Schmetterlinge?
Nee, das kann man wohl nicht sagen. Meine Tochter hat mir erzählt. Wissen Sie, das ist alles, was mir vom Leben geblieben ist. Schmetterlinge. Wie präpariert man die? Mit Alkohol? Nein, mit Äther. Aber die Farben bleiben länger schön mit Ciankali. Ist mir nur zu gefährlich. Mit Ciankali? Ja. Warum? Nur so. Wiedersehen, Herr Bergmann. Ja, aber hier. Was ist denn los? Was machst du denn noch hier? Hast du gewusst, dass man Schmetterlinge mit Ciankali präpariert? Und es ist denn gar nichts aufgefallen? Versuchen Sie, sich zu erinnern. Wir haben fast nur Stammkundschaft. Ist Ihnen vielleicht was aufgefallen? Tja. Vorige Woche war so ein Penner war da und hat eine Flasche Rotwein gekauft. An die Gurken kommt doch jeder ran, der im Laden ist. Wie sieht Ciankali eigentlich aus? Ein weißes Pulver. Ja, weiß. Einen Homebesuch in unserer Vermisstenstelle haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Tut ihr mir einen Gefallen. Was vermisst du? Dein Großvater, den Geldbeutel oder deine Frau? Die ist schon lange weg. Entschuldigung. Und was willst du wirklich? Hilda Wallner heißt sie. Wallner? Was ist mit ihr? Das sollt ihr finden. Logisch. Wallner. Und vorne? Hilda. Bis vor 2 Jahren hat sie hier gelebt. Weidensteg 20. Fotos oder so? Arbeitsstelle? Nix. Fast schon zu viel. Sag mal, wofür kriegst du eigentlich dein Gehalt? Zigarette? Wir könnten jetzt mit den pharmazeutischen Fabriken anfangen. Was glaubst du, was ich hier mache? Na, dann eben nicht. Zur Herstellung von was braucht man eigentlich Ciankali? Für Barbiturate, Schlafmittel, Beruhigungsmittel und so weiter. Du kennst dich ja richtig gut aus. Manche präparieren auch Schmetterlinge damit. Habe ich aus der Literatur. Wollt ihr wissen, wo ich war? Nein, wollen wir nicht. Was soll das? Das sind alle von heute. Für dich? Lese ich doch gar nicht. Am liebsten hätte ich jetzt einen Durchsuchungsbefehl. Für was denn das? Für die Wohnung von Wallners. Und unterschreibt dir kein Richter. Na, Gott sei Dank nicht so schnell. Aber für was brauchst du denn? Du bist ganz schön pingelig geworden, Leo. So, mal erzählt mal was. Gerd Johnson? Ja. Okay, wann? Ja. Ja, okay, wir kommen gleich. So, Leo Kress. Jetzt kannst du alles, was du dir zum Mordfall Peter Wallner ausgedacht hast, wegschmeißen. Wieso? Das war Meredith. Eben ist mit der Post die zweite Nachricht vom Erpresser gekommen. Der will die 100.000. Na, sag was. Sag lieber nichts. Wir fahren hin. Das werde ich ja wohl noch sagen dürfen.
Nee, nee, die wollten den loswerden. Ich glaube, die ganze Familie Wallner wollte den loswerden. Ja, was ist? Sprichst nicht mehr mit mir. Nein, ich weiß nur nicht, was ich sagen soll. Na, vielleicht solltest du dich ein bisschen mehr um den Meredith kümmern. Vielleicht. Tut mir leid, ich kann sie nicht finden. Runter. Ja, was haben wir? 100.000 Thema. Ich tue, sie sollte Ihnen eine Warnung sein. Ich melde mich telefonisch zwecks der Übergabe heute. Das sind schon wieder Spuren von dem Schneiderrädchen. Haben Sie das angeordnet? Ich meine das mit dem Aktenkoffer. Und was soll das jetzt alles? Wir erwarten jetzt eine Entscheidung von Ihnen. Ob Sie hingehen oder wir jemanden mit dem Geld hinschicken sollen. Sie finden, dass ich einen Fehler gemacht habe, nicht wahr? Ja, haben Sie. Also, wir werden Ihnen schon ein paar Leute mitgeben, die aufpassen, dass Ihnen nichts passiert. Was machst du denn hier? Ich denke, du arbeitest. Hat er heute Frühschicht? Hast du doch gesehen? Bina, wenn du den etwa Opa Schmetterling hat ihn mir geschenkt, ich schwör's dir. Herr Stojan. Ja? Würdest du. Würden Sie das bitte untersuchen lassen? Auf was? Auf Ciancarli, Menschenskind. Ich gehe ja schon. Würdest du jetzt bitte auch gehen? Kein Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Also, haben Sie sich endlich entschieden? Ja, ich mach's. Ja, was ist denn los? Nichts. Ist doch nichts Neues. Wenn alles läuft, geht Henry mit in den Einsatz und du, Gerd, machst einen Einsatzleiter. Hm? Sehr gut, Leo. Du, Leo. Ja? Schau mal, die Zeitung, da sind wieder diese Punkte von dem Schneiderrädchen. Ja, ja. Was es so alles gibt im Johannesstift. Hm? So brauchen Sie nicht zu klingeln. Die ist nicht da. Schrecklich, das alles, nicht wahr? Ja. Wo sind hin die Frau Wallner? Meine, haben Sie eine Ahnung? Wir reden nur das Notwendigste. Ach, sagen wir mal, wissen Sie vielleicht, was die Tochter von Beruf ist? Ich meine, wo die arbeitet. Hilda? Ja. Die ist, glaube ich, Laborantin. Laborantin? Ja. Oder sowas. Wann haben Sie die denn das letzte Mal gesehen? Zum letzten Mal? Na, so vor 10 Tagen. Wieso vor 10 Tagen? Das war in der Nacht. Sie wollte mich eigentlich nicht treffen, aber ich habe sie gesehen. Ich kann nämlich nicht mehr richtig schlafen, seit ich in Rente bin. Und da gehe ich dann. Sie entschuldigen mich. Und jetzt wollen Sie von mir wissen, wo sie ist, was? Ja. Kann ich leider nicht mit dienen.
Stört es Sie, wenn ich rauche? Überhaupt nicht. Auf Gleis 19 ist soeben der Intercity 595 Saarkurier eingefahren. Von Saarbrücken über Kaiserslautern, Mannheim, Heidelberg, Stuttgart, Ulm und Augsburg. Geplante Ankunft 13.15 Uhr. Der Zug endet hier. Sie haben Anschluss auf Gleis 22 nach Berchtesgaden über Rosenberg und Verlassen. Mutter! Mutter! Ja, Kress? Bis man dich mal dran kriegt. Ist das vorhin zu euch durchgedrungen mit Laborantin und Ulm? Ist es. Na, und? Was ist? Jetzt pass auf. Aber frag uns nachher nicht, wie macht ihr bloß sowas? Nein, nein, ich frag nicht. Hilda Wollner arbeitet seit einem Jahr in einer pharmazeutischen Fabrik. In Ulm. Und die stellen Barbiturate her? So ist es. Unter anderem. Vor 10 Tagen hat sie unentschuldigt gefehlt. Seit 4 Tagen ist Hilda Wollner nicht mehr zur Arbeit gekommen. In ihrer Wohnung macht keiner auf. Das ist ja, Dankeschön, danke. Wie macht ihr bloß sowas? Wiedersehen, Kress. Und besuchen Sie mal wieder. Er kann's nicht lassen. Ich weiß, Alfred, meine Frau hat angerufen. Nein, kannst du nicht zurückkriegen. Was? Ich kann jetzt nicht mit dir über deine letzte Lieferung diskutieren. Nein! Entschuldige, ich habe jetzt keine Zeit. Wirklich nicht. Wiedersehen. Weißt du, wie spät es ist? Wir haben noch Zeit bis zum Essen. Habe ich nicht gemeint. Alles schon gut. Bitte, Herr Doktor, Sie sollen das nicht vorbereiten. Ich möchte vorher mit Ihnen über Hansi Wollner sprechen. Dann sehen wir weiter. Ja, bin schon unterwegs. Wieder. Also, das mit den Zeitungen und dem Schneiderrädchen kann hinkommen. Gut sogar. Na also, den Nähstuhl im Johannesstift. Aber mit den Schmetterlingen und dem Zyankali, da liegen Sie falsch. Der hat sonst was verwendet. Bloß kein Zyankali, sagen die im Labor. Ich weiß. Äther. Woher weiß der das? Ja, der Wollner. Ich hab's ihm selber gesagt. Das mit dem Tod von seinem Bruder. Eigentlich sind wir ganz zufrieden mit ihm. Er hat schon ein paar Mal Freigang gehabt. Freigang? Ja. Warum nicht? Ach, wissen Sie, was er da gemacht hat? Er hat seine Großmutter getroffen und seine Mutter, hat er gesagt. Ach. Das letzte Mal war er vor 10 Tagen. Vor 10? Sag mal, 10? Herr Kass, wir müssen uns beeilen. Sie können ihn sonst nicht mehr sehen. Ja, wieso denn nicht? Er soll sich bei einer Schlosserei vorstellen. Wegen Fortführung der Ausbildung, wenn er wieder raus ist. Moment mal.
Jetzt? Heute? Ja, wollen Sie nicht gleich sprechen? Nee, jetzt ist das anders. Jetzt möchte ich, dass er mich nicht sieht. Er kennt mich nämlich. Ich muss los, Herr Doktor. Ich rufe an und erkläre Ihnen alles, ja? Wann geht der los? In einer halben Stunde, denke ich. Danke. Bis später. Erfahrungen. Wie lange kann sowas dauern? Das kommt drauf an. Herr Meredith. Ich kriege jetzt langsam Hunger. Goetheplatz, Ende. Ist mal Feuer? So, das ist der Koffer. Lass, das ist die andere Leiter. Leo, du, ich habe jetzt keine Zeit, er hat eben angerufen, ich muss los. Ja, nun lasst euch mal von eurem Alten was erzählen. Leo, ich kann mich jetzt nicht unterhalten, ich muss los. Wo bist du denn eigentlich? Wo ich bin? Schwarzer Panther heißt der Laden. Kennst du bestimmt. Es will mal hin. Du, ich muss weg, er hat eben gerade angerufen und Meredith in eine Pension am Goetheplatz bestellt. Dort ruft er ihn wieder an. Die Pension heißt Dakar Goetheplatz. Leo, ich muss... Ich kann euch sagen, von wo er angerufen hat, euer Mann. Tja! Bist du noch da, Henry? Von wo rufst du an? Na, von Schwarzen Panther. Ja, und wie heißt er? Hast du was getrunken? Hansi Wallner heißt er. Ich hab's euch doch gesagt, oder? Ja, ich denke, der sitzt. Der hat Freigang heute. Und nur geht er. Ja, dann nimm ihn fest, verdammt noch mal. Henry, das bringt nichts. Stimme auf Tonband zählt nicht vor Gericht, weißt du doch. Ihr nehmt ihn fest, sobald er die Tasche von Meredith hat, basta. Ich geh zu Frau Werner. Ende. Ja, und Sie könnte ihn umbringen, den Alten. So, Herr Meredith, es geht los. Gehen wir. Bitte sehr. Los geht's. Moment mal, was war denn eigentlich?
bin's, Frau Wallner. Kress. Ich möchte noch mal mit Ihnen reden. Ich... Das geht jetzt nicht! Ich kann nicht! Mir geht's nicht gut! Das ist weder ein Beileidsbesuch noch ein Höflichkeitsbesuch. Machen Sie auf, Frau Wallner. Sie haben Besuch. Ich? Nein, wieso? Wie kommen Sie denn darauf? Kommen Sie raus. Gehen Sie ins Wohnzimmer. Sie auch. Setzen Sie sich. Ich werde kein Wort sagen. Brauchen Sie auch nicht. Ich rede. Ja, Frau Wallner. Nun ist soweit. Jetzt wissen wir, wie und warum Ihr Sohn Peter umgekommen ist. Sie wissen, was er in unserer Familie angerichtet hat? Ja. Aber er war krank. Wissen Sie es wirklich? Sie alle haben ihn umgebracht. Gemeinsam. Das kann ich beweisen. Sie haben das Gift besorgt. Ihre Großmutter hat im Stift die Erpresserbriefe zusammengeklebt. Mit Zeitungsbuchstaben. Und Sie, Frau Wallner, haben Ihrem Sohn das Ziankali ins Glas getan. So was können Sie doch nicht sagen. Klasse. Und jetzt versuchen Sie noch 100.000 Mark zu kassieren. Ich... Das habe ich nicht gewollt. Wissen Sie, was das heißt? Drogensüchtig? Herr Kommissar? Sie haben gut reden. Keine Ahnung haben Sie. Wissen Sie, was es kostet? Was man an Geld braucht für das Zeug? Na, sehen Sie sich doch mal um hier! Oh, Scheiße! Zum Kotzen ist das alles! Und wie wollen Sie das alles beweisen? Indem wir Ihren Bruder festnehmen, der sich gerade die Tasche von Herrn Meredith holen will. Ah, Frau Wallner, das hat sich alles nicht gelohnt. Alles nicht. Na los, zurück! Na weg vom Koffer! Na, wird's bald. Na, schlaf nicht ein! Sie sollen stehen bleiben. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Nehmen Sie die Hände hoch.